Genau, was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist das For Future Bündnis. Im Prinzip nicht Dachorganisation, aber halt eine Organisation, die sich so, die eine Dachfunktion ausübt. Together for Future heißt so die Gruppe dahinter, die betreibt so mehrere Websites und Vernetzungsgeschichten und so weiter. Und das Geile ist dabei, wer jetzt wirklich sagt, so dieses so, weißt du was, ich begreife dieses ganze Klimading als, das ist irgendwie auch etwas, an dem ich was machen möchte. Ich möchte nicht zusehen, ich möchte selber auch was tun und sei es nur ein bisschen was. Ich weiß aber nicht, wo und was. Der muss nur auf diese Seite gehen, forfuture-bündnis.de. Und dort kann man dann eben alle 334 Gruppen, die mit For Future zu tun haben, mit Klimaaktivismus halt eben anschauen. Es gibt da noch andere Sachen, die dann auch das noch ein bisschen noch weitere noch mit dabei haben. Also, aber das ist ein schöner Einstieg, wenn man sagt, ich möchte mich gerne damit auseinandersetzen. Man glaubt gar nicht, wie viele Berufsverbände dort ihr eigenes For Future-Ding haben und so weiter. Letzten Endes, wir haben ja gesehen, dieses Ganze, es wird nicht von selbst kommen und der Markt wird es auch nicht kommen und wählen nützt nichts. Das heißt, wir als Zivilgesellschaft müssen das als unseren Auftrag verstehen, uns zu organisieren und laut zu werden und was zu tun. Und jetzt kann man natürlich selber halt empfangen, all seine Nachbarn anzuzünden und das sollte man auch machen, also im Sinne von anstiften und so, nicht wirklich anzünden. Oder man kann selber auch eine Gruppe gründen, was auch okay ist, aber man kann auch erstmal gucken, ob es vielleicht schon eine gibt. So, und dann sich halt eben anschließend laut werden. Man muss ja nicht die ganze Zeit sich irgendwie Steine und Beine und Blut schwören und so weiter, so, aber sich kümmern. So, und das ist eben ein ganz guter Einstieg, weil über so die Metaebene kommt man dann schnell drauf, dass man eben sagt, okay, gut, das irgendwie passt jetzt voll gut zu dem, worauf ich Bock habe. Ja, und ich finde es auch hier an der Stelle gut, dass sozusagen verschiedene Gesellschaftsgruppen schon allein hier bei diesem Screenshot abgebildet sind. Also die Entrepreneurs for Future, also die ganzen Wirtschaftsakteure, die Unternehmer und Unternehmerinnen, dann hier Elterngeneration, dann Wissenschaft. Es gibt aber natürlich, du hast ja vorhin schon genannt, die Psychologinnen, Psychologen, Pädagogen for Future habe ich jetzt auch gesehen, gibt es. Also das heißt, ganz viele verschiedene Berufsgruppen, zivile Gruppen etc. Schaut da vorbei. www.for-future-bündnis.de.